Für Grit Breuer und Katrin Krabbe gab es noch eine weitere Bronzemedaille, nämlich in der 4x400-Meter-Staffel. Souveräne Weltmeister wurden die Sowjetunion vor den USA. Das deutsche Quartett Rohländer, Wachtel, Breuer und Krabbe. Mit 2 Gold- und 2 Bronzemedaillen war Katrin Krabbe die Königin in Tokio. Mit insgesamt 17 Medaillen war Deutschland in Tokio die dritterfolgreichste Mannschaft hinter denen der USA und der UdSSR. Tennis. Wimbledon-Sieger Michael Stich steht bei den US Open in Flushing Meadow im Viertelfinale. Er gewann gegen den Amerikaner Derek Rossanio mit 6:2, 3:6, 6:1 und 7:6 und trifft nun auf Ivan Lendl oder Goran Ivanisevic. Nach dem Sieg über Iva Sviglerova GSFR steht Steffi Graf im Achtelfinale. Im Viertelfinale stehen bereits Jennifer Capriati, USA, Gabriela Sabatini, Argentinien, Monika Seles, Jugoslawien und Gigi Fernandez, USA. Eine Meinungsverschiedenheit mit Schiedsrichter Peter Müller aus Dresden bescherte dem Braunschweiger Fußballer Bernd Buchheister die rote Karte. Blau-Weiß Berlin nutzte eine Stunde Überzahlspiel in einer Partie der zweiten Bundesliga-Gruppe Nord zu einem 2:1-Sieg. Andreas Löbmann köpfte das erste Tor. Vor 1700 Zuschauern im Berliner Olympiastadion war Löbmann auch am 2:0 maßgeblich beteiligt. Er wurde im Strafraum von Mohamed Majoubi gefoult, Sergio Maciel verwandelte den fälligen Elfmeter. Die Blau-Weißen ließen anschließend stark nach und mussten nach dem Anschlusstor von Holger Aden noch ein wenig um ihren Erfolg bangen, bleiben aber seit 17 Monaten zu Hause ohne Niederlage. Erstmals seit 1976 besiegte die GSFR wieder die UdSSR beim Kanada Cup. Kanada und Finnland trennten sich 2:2. Übrigens, trotz des schönen Wetters, nächste Woche beginnt die Eishockey-Bundesliga. Die Generalprobe des Deutschen Volleyballbundes, der Herren, für die am kommenden Wochenende in Karlsruhe und Hamburg beginnende Europameisterschaft missglückte. Die Herren unterlagen in Rüsselsheim der Tschechoslowakei mit 2:3. Sportpolitik. IOC-Präsident Samaranch hat Estland, Lettland und Litauen nach deren Loslösung vom Nationalen Olympischen Komitee der Sowjetunion eine Olympiateilnahme 1992 in Aussicht gestellt. Bedingung sei die Anerkennung der Unabhängigkeit der Baltenrepubliken durch die USA und Europa. Das war's vom Sport. Nächste Woche Informationen vom Sport von 13 Uhr an täglich im Mittagsmagazin aus Berlin von der Funkausstellung. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.